Ist Denken wirklich das Ende vom Lied? Neurowissenschaftler sind sich fast einig und bis dato auch ziemlich sicher. Unser Bewusstsein findet in unserem Kopf statt, konkret in jener Masse, die aus geschätzten 100 Milliarden Neuronen besteht und die wir unser Gehirn nennen. Wenn es damit vorbei ist, gibt es keine Wahrnehmung, keine Kreativität, keine Kommunikation und keinen Funken von Verstand mehr. Es ist kein Zufall, dass der Hirntod im Kontext von Organspenden in manchen Ländern schon ausreicht, um einen Menschen für tot zu erklären, auch wenn er das im streng medizinischen Sinne noch gar nicht ist. Keine Gehirnwellen mehr messen zu können, reicht aus, um unsere Organe zu entfernen und noch Gutes mit ihnen zu tun. Vermutlich wäre uns das in dieser Situation noch sehr recht. Schließlich ist unser Gehirn nur mehr eine stark fetthaltige Masse, die sich zufällig in unserem Kopf befindet. Doch ist es wirklich so einfach und schwierig zugleich? Eine Gegenstimme gibt es dazu, die sich seit mehr als 50 Jahren mit der Frage nach dem menschlichen Bewusstsein beschäftigt. Die Erkenntnisse von Dr. Peter Fenwick, einem hoch angesehenen Neuropsychiater und Experten auf dem Gebiet der Nahtoderfahrung, möchten wir dir in unserem heutigen Podcast vorstellen. Nummer 1. Tod ist nicht gleich Tod. Obwohl Fenwick seines Zeichens ein Schulmediziner durch und durch, zu Beginn seiner Forschungen Nahtoderfahrungen und verwandten Phänomenen gegenüber ebenfalls sehr skeptisch und ungläubig war, revidierte er diese Meinung mit der Zeit. Seine umfangreiche Forschungsarbeit liefert für ihn inzwischen ausreichend Beweise, die darauf hindeuten, dass unser Bewusstsein nach unserem Tod bestehen bleibt. Tatsächlich ist Dr. Fenwick inzwischen überzeugt davon, dass das Bewusstsein unabhängig und außerhalb unseres Gehirns existieren kann. Stark vereinfacht zusammengefasst könnte man es mit dunkler Materie oder einem Energiefeld vergleichen. Seine Studien brachten den Mediziner zu dem Schluss, dass unser Gehirn nicht der Erschaffer unseres Bewusstseins ist, sondern nur wie eine Art Filter funktioniert, der aus der Vielzahl von Reizen, die wir in jeder Sekunde unseres Lebens ausgesetzt sind, die für uns relevanten Informationen heraussucht und uns als Wahrnehmung präsentiert. Wir kennen diese Arbeitsweise auch von unseren Augen und unserem Gehör. Vieles existiert um uns herum, das wir weder sehen noch hören können. Dennoch gibt es keinen Zweifel daran, dass diese Dinge existieren. Dr. Fenwick nennt hier beispielsweise die Röntgenstrahlen oder Mikrowellen und Infrarotstrahlen. Es handelt sich dabei um eine Bündelung von Energie, die sehr wohl Auswirkungen auf uns Menschen und die Umwelt hat. Nur sehen, hören, riechen oder schmecken können wir sie eben nicht. Der Forscher geht in seinen Überlegungen aber auch noch einen Schritt weiter. Er hält fest, dass, wenn unser Auge stirbt, das, was wir damit sehen könnten, nicht aufhört. Nur ist das Auge eben nicht mehr funktionsfähig und kann daher die vorhandene Lichtenergie nicht mehr filtern und darauf reagieren. Aber die Energie, mit der es zuvor interagiert hat, bleibt dennoch erhalten. Dasselbe gilt für unsere Ohren. Auch wenn wir taub werden und unser Gehör aufhört, Schallwellen in Musik, Gespräche oder nervtötende Umgebungsgeräusche umzuwandeln, sind die Energien, auf die das lebende Ohr normalerweise anspricht, immer noch vorhanden. Nummer 2. Was zu beweisen war. Laut Fenwick verhält es sich mit unserem Bewusstsein genau gleich. Nur weil das damit beauftragte Organ, unser Gehirn eben, stirbt, bedeutet das nicht, dass die ganzen Reize, Umgebungsgeräusche und schlicht und ergreifend das Leben rund um uns herum aufhört zu existieren. Warum sollte die Welt in all ihren sichtbaren und unsichtbaren Teilchen verschwinden, weil ein unbedeutendes menschliches Gehirn aufgehört hat zu arbeiten? Dieser Kopf nimmt kein Bewusstsein mehr wahr. Dennoch existiert es weiter, da Energie sich nicht einfach in Luft auflösen kann. Diese Feststellung ist kein esoterischer Hokuspokus oder dem Wunschdenken einer Menschheit geschuldet, die Angst vor dem Tod hat. Diese Erkenntnis entspricht dem sogenannten Energieerhaltungsgesetz. Es handelt sich dabei nicht um irgendeinen beliebigen physikalischen Beweis. Das Gesetz der Energieerhaltung gilt als wichtigstes Prinzip der Naturwissenschaften.
Und wenn es eine Disziplin gibt, die ohne stichhaltige Beweise nicht einmal einen Fuß vor die Tür setzt, ist es die strenge und unbarmherzige Naturwissenschaft. Nummer 3. Was wir im Moment noch glauben müssen. Hier endet nun der streng wissenschaftliche Teil von Dr. Fenwicks Erkenntnissen. Wir halten also fest, dass wir von Energie umgeben sind und wir diese dank unserer Fähigkeiten zu sehen und zu hören in Informationen umwandeln können. Wir können es weiter als gegeben betrachten, dass die Welt nicht aufhört, sich zu drehen, nur weil wir unser Gehör, unser Augenlicht oder unser Leben verlieren. Der spannende Teil ist nun jener, wo die Naturwissenschaft uns verlässt und die Lage an der knallharten Beweisfront dünn wird. Wenn sich unser Bewusstsein also nicht mehr an ein funktionierendes Gehirn oder Augen und Ohren koppeln muss, was macht es dann? Vorhanden ist es schließlich noch. Energie kann nicht verschwinden, wie wir gehört haben. Laut Dr. Fenwicks Überlegungen, die im Moment aber eben nicht mehr als solche sind, kommt hier die Tatsache ins Spiel, dass wir Menschen Teil des Universums sind. Hier wird vermutlich noch jede und jeder zustimmen können, der zumindest im Ansatz gläubig spirituell verankert oder einem ganzheitlichen Weltbild zugetan ist. Unser Bewusstsein bleibt Teil des großen Ganzen, auch wenn unser bescheidenes Gehirn seinen Geist aufgegeben hat. Im luftleeren Raum umherschweben wird es dennoch nicht. Wir können sogar davon ausgehen, dass sich für unser Bewusstsein an sich gar nichts ändern wird, nur weil unser Gehirn nicht mehr als Filteranlage zur Verfügung steht. Alles, was unser menschliches Bewusstsein zu Lebzeiten unseres Gehirns ausmachte, ist weder verschwunden, noch hat es sich verkleinert oder vergrößert. Hier können wir gerne bei Bedarf wieder das Prinzip der Masseerhaltung ins Feld führen. Wir waren immer schon, was wir sind, und wir werden es auch nach unserem Tod immer bleiben. Für diese Überlegungen braucht es Vertrauen, Glauben und wahrscheinlich sogar den Zustand der spirituellen Erleuchtung. Beweisen können wir diesen Teil im Moment noch nicht. Unser heutiges Fazit: Wer nicht alles weiß, darf gerne daran glauben. Was macht es für einen Unterschied aus, wo genau wir unsere Wahrnehmung verankert sehen? Ist es wirklich von Bedeutung für unser Lebensglück, ob mit unserem Gehirn alles lebt oder stirbt? Für Menschen, die nicht an ein Leben nach dem Tod oder eine Wiedergeburt glauben können, ist es das sehr wohl. Auch Personen, die ihren Körper nicht nur als sterbliche Hülle betrachten, werden sich schwer tun. Wer zu Lebzeiten auf seinen Verstand und seinen Körper setzt, wird mit Dr. Fenwicks Erkenntnissen wenig Freude haben. Diese würden nämlich, zu Ende gedacht, bedeuten, dass unser gesamtes menschliches Dasein nur ein lächerlich unbedeutender Wimpernschlag im gewaltigen Kosmos ist. Wir hätten nicht einmal ansatzweise die Macht, den Einfluss und die Nachwirkung auf zukünftige Generationen, die wir uns als Lebensziel vielleicht gesteckt haben. Ob es uns in dieser menschlichen Gestalt gibt, jemals gab oder geben wird, spielt für das Universum keine Rolle, oder? Nein, ganz so verhält es sich dann doch nicht. Die Natur macht bekanntlich keine Fehler, also dürfen auch wir uns zu jenen Bereichen zählen, die sie mit voller Absicht und zahlreichen wohldurchdachten Hintergedanken ins Leben gerufen hat. Hier endet die Sucht nach dem Sinn des Lebens aber nicht. Hier beginnt sie. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Es kostet dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald.